So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute mal was ganz anderes, also nicht viel mit Autos zu tun. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, oder wir haben uns vorgenommen, dass wir ein weiteres Gebäude bauen. Ja, ihr habt schon richtig verstanden, wir bauen ein neues Gebäude, ein weiteres Gebäude. Das wird ein sehr interessantes Gebäude sein, weil das sind so bestimmte Sachen, ja, die richtig cool sind. Sollen wir vielleicht eine Bildschirmaufnahme machen, Sascha? Quatsch. So soll das Gebäude aussehen. Ja, schön mit Bäumchen, neue Bäumchen. Viele haben das gesehen, schon bei Instagram habe ich die Bäume entfernt. So soll das aussehen. Hier oben mache ich mir gemütlich zu Hause. Weil ich habe festgestellt, ich bin sowieso hier 13, 14 Stunden täglich. Und dann muss ich nach Hause fahren. Manchmal bin ich fix und fertig. Und so kann ich wirklich mir viel Arbeitsweg sparen. Und ich bin abends sofort zu Hause. Im Prinzip hier machen wir die ganze Entwicklung unten rein. Und hier oben in so einer kleinen Terrasse mache ich mir gemütlich. Hier an der Seite kann man sehen. Ja, warte, vergrößert. Kann man vergrößern? Ja. Hier an der Seite kann man reinfahren. Hier ist der Eingang. Hier an der Seite kann man reinfahren. Und von innen ist eine ganz große Scheibe. Wenn da ein Auto zum Beispiel zur Entwicklung steht, das wird schön beleuchtet und so weiter, kann man quasi in der Entwicklung hier aus dem Büro sehen, das Auto steht in der Garage. War schon immer so mein Traum, sowas zu haben. Was kommt in dieses Gebäude rein? Da kommt unsere neue Marke Prior Interieur Design. Das heißt, alles was mit Inneneinrichtung hat und so weiter und so fort, soll unten reingehen. Es werden sehr schöne Möbel kommen. Da kommen unsere Lackdecken, die wir bauen. Wir haben noch eine Firma, die Lackdecken baut. Ja, das kommt auch da rein. Und ja, im Prinzip auch die Figuren. Wir bauen viele, viele Sachen. Lasst euch überraschen. Ich weiß nicht, ob man das quasi auch hier vermischen soll mit dem Autos. Wollt ihr sowas sehen? Oder lieber machen wir einen anderen YouTube-Channel, wo wir das alles quasi verfilmen, wie wir das bauen und so weiter. Weil ich habe schon gestern die Bäume weggesägt und so weiter und so fort. Jetzt irgendwann die nächsten Wochen kommen die Baggerarbeiten und, und. Das mache ich nicht eigentlich alleine, aber ich unterstütze damit. Und das wird auf jeden Fall lustig, ja. Weil ich habe mir auch zum Beispiel gestern, wie man die riesigen Bäume, die wir hier hatten, da waren bestimmt, das ist kein Scherz, 13, 14 Meter hoch, also schon echt hart, die Dinger. Habe ich bei YouTube gesehen, wie man das macht. Ja? Also ein Pole bringt sich alles selber bei. So sieht's aus. Also, schreibt bitte hier unter Kommentare, wollt ihr das sehen, wie wir das bauen hier auf diesem Channel? Oder sagt ihr, nee, lasst das bitte nur Auto und macht einen neuen oder. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.